Es ist alles so furchtbar, wenn ich an diese Welt denke. Kriege, überall Kriege. War da noch was in Syrien? Krieg, Kriegsgeflüster an der Grenze zwischen Ukraine und Russland. Ach, wird schon nicht so werden. Nein, wenn ich da an die Welt denke, da habe ich keine Hoffnung. Nein, Kopf hoch. Nein, Kopf geht nicht hoch, wenn ich nur daran denke. 2011 war es. Ein Tsunami. Erst ein Erdbeben. Ein Tsunami. Mehrere Atomkraftwerksblöcke überflutet. Super-GAU in Fukushima. Und heute will man sagen, es ist grüne Energie. Wird schon wieder. Wird schon wieder. Nein, wird nicht. Es ist schrecklich. Und dann Corona. Wird schon wieder Kopf hoch. Wird nicht, wir sind noch längst nicht durch. Weihnachten steht vor der Tür. Corona-Leugner, Impfverweigerer. Ah, alles so schwer. Ach, und zu allem Überfluss. Im Jahr 2021 gab es auch einen Blutmond. Wird schon wieder. Nein, wird nicht. Oder doch? Vielleicht kommt es auf unsere Perspektive an. Jesus spricht zu uns: Seht auf und erhebt eure Häupter. Seht auf. Kopf hoch. Kopf hoch. Denn eure Erlösung naht sich. Es ist eine Frage der Perspektive. Worauf schauen wir? Wir schauen auf diese Welt und es kann einem schon schlecht werden, wenn man die Nachrichten sieht, wenn man die Zeichen der Zeit anschaut, vor denen Jesus uns bereits warnt. Diese Zeichen, die stehen auf Krieg, die stehen auf Weltuntergang. Auch Vulkane brechen aus. Aber Jesus sagt: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dieser Gott, der zu uns kommt, der zu uns gekommen ist, der sagt: Ich komme wieder. Und so ist es die Wochenspruch für diese zweite Adventswoche. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21, Vers 28. Das ist mehr als nur so ein billiger Trost wie: Ach, wird schon wieder. Mal schnell auf die Schulter geklopft, weitergegangen und es hat sich nichts geändert. Seht auf, aufrecht sein. Das ist es, was dieser Spruch in mir bewirkt. Dass ich mich nicht festbeiße an den Ereignissen, die mich runterdrücken wollen. Dass ich schaue auf meinen Erlöser, auf den, der mich bereits erlöst hat, der in diese Welt gekommen ist und auf den, der uns erlösen wird. Und seine Erlösung ist vielleicht näher, als wir denken. Vielleicht nur ein Gebet weit entfernt, aber auch wenn sich's manchmal anfühlt wie Lichtjahre entfernt. Denn er ist nah. Und er sagt, er kommt wieder. Er kommt wieder auf einer Wolke. Warum eine Wolke? Eine Wolke, das war im Alten Testament bereits das äußere Zeichen für die Gegenwart Gottes im Volk Israel, für die Gegenwart Gottes, als Gott sein Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat. Die Gegenwart Gottes, sie wird sich auch äußerlich wieder manifestieren. Und dafür können wir auch beten. Können wir beten, dass sich seine Gegenwart in diesen Katastrophen der Welt manifestiert, in der Liebe, die uns geschenkt ist, in der Liebe, die wir weitergeben, in der Liebe, die aufrichtet, so wie Christus mich aufrichtet. Seht auf, geht aufrecht. Das ist es.
was ich Ihnen und euch wünsche in dieser Adventszeit. Aufrecht gehen. In Jesu Namen. Amen. Und zur Information, das war Pfarrer Hartmut Iglinski aus Heiliger Demut.